Nach wochenlangen Diskussionen, nach wochenlangen Hin und Her war es um 17 Uhr soweit. Ein Teaser auf Twitter. Endlich war es soweit. Auch wenn es nur 10 Sekunden sind. Aber wir haben etwas bekommen. Wir haben etwas bekommen von Rockstar Games. Auf das, was wir seit Wochen, seit Monaten, seit dem letzten Sommer-DLC warten. Und nach der Äußerung, es kann eines der größten Updates auch noch werden, gab es endlich um 17 Uhr auf Rockstar Games, auf Twitter, endlich auf das, was wir endlich gewartet haben. Ja. Nicht nur auf Rockstar Games, sondern auf GTA Series haben sie uns dann auch noch netterweise Bilder geschickt. Ja, haben sie uns auch Bilder präsentiert. Also der Turm, was, ja, Godzilla, ich sage nur Godzilla. Wahrscheinlich war so eine Insel geplant, was am Schluss von Godzilla war, dem Lied entsprechend entstand, ja. Wer diesen Turm da kennt, ich will jetzt das Godzilla-Bild jetzt nicht nochmal zeigen. Das ist eh in die Medienlandschaft der letzten Wochen gegangen. Aber endlich haben wir Details, endlich haben wir hier Bilder, endlich, ja, kann man hier nur erwähnen. Also wie gesagt, auf GTA Series und Videos und auf Rockstar Games kam endlich um 17 Uhr was heraus. Es gibt natürlich auch diverse Schnitzeljagden. Ja, momentan eine Baustelle am Casino, wo wir vorige Woche bekommen haben. Eine Leiche am Strand, ja, haben wir auch erhalten. Aber das Wichtigste von allem sind jetzt nicht mehr die Eventwochen, sondern wir haben einen kleinen Hinweis bekommen, wie es endlich weitergeht. Und dieser Joe Doe, da was da in dem Teaser eingeblendet wird, da am Anfang, habe ich mir auch die Mühe, dieser Joe Doe, ja, Joe Doe, GTA Online, ja, habe ich mich auch einmal schlau gemacht. Im Internet und auf einmal kommt dieser Aaron irgendwas vor. Aaron Ward, ja. Er ist ein Drogendealer sowie Mitarbeiter der Burgerslot-Filiale in Vespucci in Los Santos und kommt nur während der Mission Yoga beruhigt. Während dieser fährt Michael und seinen Sohn Jimmy zu Aaron, wo dieser etwas Ketamin abholt, das er benutzen will. Um Michael high zu machen und dann das Wagen zu stehlen und mit dem Mind und Tracy und Fabian umzuziehen. Auf seinem Namen steht John Doe. Dieser Name wird in Englisch Ländern als Platz, halt Name verwendet, vergleichbar mit Max und Erika Musterman. Seinen Namen erfährt man nur durch einige Nachrichten auf Jimmy Live in der Nachrichtenseite. Jimmys Live in der Nachrichtenseite, wo er ihn wegen der Geld von Jugo anschreibt. Da verwendet er als Profil ein Bild, Foto von Whitmond Zombie. Uha! Da werden wir gerne mal Link öffnen. Jimmy Live in der Nachrichtenseite, was ist das? Die Beruf, wie bitte? Berufsstatus? Aha, warte, Werbung braucht man da nicht. Freunde, Aranwart, Amanda. Okay. Also, dieser Ehrenwert ist also faktisch schon toll. Ja. Dieser Ehrenwert ist also unser Joy toll. Ja. Ehrenwert. Ja. Ist schon toll und hier ein kleines Beweisfoto, wer die Community
möchte ja immer gerne ein Beweisfoto. Ja. Gut, jetzt geht es momentan nicht. Gibt man da noch mehr? Teil. Achso, da steht es in voller Größe. Da werden wir da mal anschauen und schwuppdiwupp, John Doe, Bürgerschott. Nur mal zur Erinnerung: John Doe, da steht er, John Doe. Und schwuppdiwupp, das ist der Herr. John Doe. Ja. Alias Aaron Ward. Ja. Der kommt da vorbei, Yoga beruhigt und ja, in der Mission. Und das ist ein Drogendealer. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin froh, dass endlich heute, auch wenn es nur 10 Sekunden sind, endlich die Gerüchteküche vorbei ist. Ja, jetzt ist nur mehr abzuwarten, wann dieses DLC kommt. Ja, wie gesagt, wir haben ja noch 3 Autos. Eins, zwei, drei, das. Nicht vergessen, wir haben noch 3 Autos. Ja, oder 2 zumindest. Also da haben wir noch diesen, dritte und am 10. oder am 17. Ja. Weil ein Auto ist ja noch auf der Podiumliste, ist ja nicht mehr so, dass kommen kann. Ja. Also ist da entweder der 10. oder der 17. Am 10. scheißen sich alle an, weil das kommt ja Cyberpunk 2077. Aber mittlerweile ist es ja so, dass auch hier wieder es noch nicht fix ist, ob es tatsächlich am 10. Dezember kommt und nicht erst im Jahre 2021. Das wird jetzt wahrscheinlich Rockstar Games noch geworden. Ja. Wahrscheinlich wird sie zuerst Cyberpunk 2077 kommen, falls es wirklich kommen würde. Ja. Und am 17. dann bringen. Aber wie gesagt, Rockstar Games wartet ab, was jetzt noch in den nächsten Tagen mit Cyberpunk 2077 passiert, wahrscheinlich. Aber Gott sei Dank, muss ich dazu sagen, Gott sei Dank, Rockstar Games hat es geschafft. Die Gerüchte sind eng. Vorbei. Gott sei Dank. Danke, Herrgott.